Hi friends, welcome back and welcome back to me. Sehr aufregend hier. Was geht? Irgendwie komische Perspektive, oder? So lange kein Video mehr gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es geht. Es ist so awkward. Ich war so lange nicht mehr vor einer Kamera. Ich bin shy geworden. Ich habe mir einen Smoothie gemacht und dachte, ich drehe mal wieder ein YouTube-Video. Why not? Ich war ja irgendwie, ich weiß nicht, findet ihr die Perspektive auch so awkward? Ich weiß nicht, ich bin so weit weg. Soll ich mich ein bisschen zu mir holen hier? Dann sitze ich hier nicht so awkward, oder? Ich glaube, so ist besser, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, wie vielleicht einige gemerkt haben, habe ich lange nichts mehr gepostet. Vielleicht hat es auch niemand gemerkt. Ich habe seit März ein Praktikum angefangen. Ich glaube, es war März. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ging es 4 Monate lang und es war super anstrengend. Das Praktikum an sich war nicht so anstrengend, aber so diese Umstellung, weil ich einfach 8 Stunden am Tag gearbeitet habe, jeden Tag in der Woche. Und es war super anstrengend. Ich weiß nicht, wie Leute jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Aber ich habe festgestellt, das ist einfach nicht für mich. 8 Stunden am Tag arbeiten in einem Büro. Nope, thank you. Genau, ich habe mein Praktikum gemacht und es war voll cool. Also ich habe mega viel gelernt und so ein bisschen in die Filmwelt, die actual Filmwelt reingucken können. Ich war in einem Produktionsbüro, in einem Filmproduktionsbüro obviously. Die Leute waren super nett. Ich habe viel gelernt, aber ich habe auch gelernt, was ich auf jeden Fall nicht machen will, was ja auch immer gut ist. Und ich habe jetzt mein Praktikum absolviert, ich bin fertig. Ich bin super froh, dass ich jetzt auch fertig bin und einfach meine Semesterferien mal genießen kann. Meine Uni fängt erst wieder im Oktober an. Also ich habe super viel Zeit, um jetzt noch zu reisen. Ich fahre nächste Woche nach France, an die Côte d'Azur. Da freue ich mich schon mega drauf. Und ich werde euch natürlich wieder mitnehmen, weil ich mache endlich wieder spannende Sachen. Mein Leben war halt wirklich die letzten 4 Monate irgendwie ein bisschen langweilig. Ich hatte halt mein Praktikum und dann bin ich nach Hause gekommen und hätte eigentlich sofort schlafen gehen können, weil ich so müde war. Es ist so anstrengend, energielevelmäßig. Also es war immer so eine Umstellung, jeden Tag 8 Stunden zu arbeiten. Man stellt sich das gar nicht so krass vor, aber es war schon super anstrengend, sich da irgendwie rein zu grooven. Ich dachte, ich mache einfach mal ein chilliges Video, um mich wieder mal zu melden und euch zu sagen, was so bei mir abging und was bei mir abgehen wird. Weil nachdem ich in France war, ziehe ich wieder um nach Darmstadt. Ich war jetzt super lange hier in Berlin, weil ich hier mein Praktikum gemacht habe. Und es war sehr cool, aber ich freue mich auch wieder auf Darmstadt. Und im September gehe ich Interrail mit einer Freundin. Ich freue mich so sehr darauf. Ich wollte schon so lange Interrailen. Und dann bin ich aber nach Neuseeland geflogen nach meinem Abi und dann kam Corona und jetzt kann ich es endlich machen. Und ich habe mir schon mein Ticket gekauft und ich plane diesen Monat mit meiner Freundin so ein bisschen, wo es hingeht. Wir haben nämlich noch nicht so eine Ahnung, was unsere Route sein wird. Aber ich freue mich mega wieder darauf, einfach mal zu reisen, spontan in Hostels, überall rumzukommen. Und danach fängt meine Uni schon wieder an, aber das ist tatsächlich noch ein bisschen hin. Also darüber will ich noch gar nicht nachdenken. Ich muss noch einen Praktikumsbericht machen. Das ist noch eine Sache, die ich machen muss für die Uni. Aber sonst bin ich einfach free. Ich finde es immer noch ganz schön awkward hier, diese Distance. Findet ihr das auch awkward? Und sonst hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert. Ich habe jetzt noch 3 Semester an meiner Uni, wenn es wieder anfängt. Und dann bin ich auch fertig. Ich bin so ein bisschen lost, weil ich das Gefühl habe, durch das Praktikum habe ich einen guten Einblick bekommen. Aber ich habe voll den Einblick bekommen, was wird's. Wo ich jetzt weiß, dass es, glaube ich, nichts für mich ist für später. Und ich dachte vorher, es ist so voll mein Weg. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine Early-Life-Crisis. Ich hoffe, euch geht es einfach allen gut. Ich hatte zwischendurch noch Corona. Ich bin die Einzige aus meiner Familie, die es bekommen hat. Das ist richtig komisch. Irgendwie bei mir und meiner Familie ist noch so ein richtiger Anti-Corona-Bann um alle. Aber ich habe es bekommen und habe Gott sei Dank niemanden angesteckt. Aber ich war tatsächlich 12 Tage in Quarantäne. Am Ende war ich wirklich abgefuckt, weil ich so genervt war. Nach 12 Tagen dachte ich, das kann nicht sein, dass dieser Test noch positiv ist. Es ging mir aber die ganze Zeit super gut. Ich hatte vielleicht so ein bisschen Erkältung. Und da habe ich sogar noch einen Vlog gedreht, aber den habe ich nie hochgeladen. Ja. Sorry. Kann ich auch einen Kaffee haben? Dankeschön. Das ist wirklich der einzige Vorteil, dass ich im Bett liege und meine Mom anrufen kann und ich krieg alles hier hochgebracht. Alles andere ist aber ziemlich nervig. Meine Eltern stellen mir mein Essen dann immer auf die Treppe. Ich habe ein Paket bekommen, Freunde. Das habe ich mir vor einer Woche bestellt oder so. Ich habe mir was auf Kleiderkreise bestellt. Oh, die ist voll schick. Und dafür habe ich, glaube ich, 15 Euro bezahlt. Und die hat so eine schöne Farbe. Und ich finde es so dreist, dass Leute auf Vinted immer noch die Sachen so teuer verkaufen, obwohl sie schon getragen sind. Also ich weiß nicht, die hat sie, glaube ich, da stand so, sie hat sie ein paar Mal getragen. Aber nicht so oft. Und sie hat die trotzdem für 15 Euro verkauft. Und andere Leute verkaufen ihre Gymshark-Sachen immer noch für 40 Euro. Wo du so denkst, für 5 Euro mehr kann ich es mir auch neu kaufen oder für 15 Euro mehr. Und es ist nicht getragen. Und ich kann es zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt. So. Und jetzt habe ich einen Tee bekommen von meinem Papa. Den trinke ich jetzt, glaube ich, noch und dann gehe ich ein bisschen raus, weil die Sonne scheint. Und ich bin ja bei meinen Eltern und wir haben einen Garten und da kann ich mich auf jeden Fall hinlegen alleine und ein bisschen die Sonne genießen. Ich habe so einen TikTok gepostet.
Und da sind richtig viele, die einfach Corona haben gerade oder gerade Corona bekommen haben. Und es ist richtig lustig irgendwie, dass die alle auf meinen TikTok jetzt so kommentieren. So, same, oh, ich habe das eine jetzt seit 2 Wochen Corona. Ich wusste nicht, dass man 2 Wochen positiv sein kann. Es kann sein, dass ich noch 2 Wochen hier drinnen bleiben muss. In diesem Zimmer. Wie schlimm ist das bitte, diese Vorstellung? Ich habe sogar eine Liege bekommen. Im Urlaub. Ich höre jetzt ein bisschen Mord auf Ex. Meine Nase ist heute irgendwie extrem zu und es ist richtig anstrengend irgendwie. Also heute geht es mir tatsächlich nicht so gut, es ist 15.15 Uhr. Okay, jetzt kann ich mir was wünschen. Okay, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was ich mir gewünscht habe. Aber man darf es ja nicht sagen, deswegen kann ich es euch jetzt leider nicht sagen. Mein Test ist einfach noch minimal positiv. Es ist so ein... wie so ein Schatten eigentlich. Sonst habe ich eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Ich wollte mich einfach nur mal melden und sagen, dass ich wieder da bin. Aber ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn ich für meine Reise nach France packe und in den Urlaub fahre und euch alle mitnehme. Ich freue mich richtig. See you next week, friends. See you later, alligator. Ich habe angefangen, so komische Wortwitze zu machen, die richtig uncool sind. Ich sage auch immer, let's fetz. Und für mich ist es nicht komisch, aber wenn ich mir damit zuhöre, dann ist es irgendwie cringe. Ich muss damit aufhören. Bye, friends. Bis nächste Woche. Oh, das war ja auch cringe. Tschüss.